Hallo alle zusammen und willkommen zurück zum neuen Part von Final Fantasy 9. In der letzten Folge haben wir einen Plan zusammengeschmiedet, damit wir irgendwas machen können. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan mehr, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen ja eigentlich Kuya aufhalten und haben uns 4 Spiegeln aus der Hochburg Ibsen geklaut und sollen jetzt, müssen alle Tore dort gleichzeitig aktivieren und werden uns hier in 2er Gruppen aufsplitten. Und ich habe vergessen, was der erste Ort ist, deswegen, ja. Es tut mir leid, in meine Fähigkeiten als Navigator habe ich großes Vertrauen, aber ich bin kein guter Redner. Verrate mir den nächsten Zielort. Meine Kraft ist umgeben von Landmassen und wird von den Tiefen des Wassers beschützt. Das nächste Ziel liegt also in der Nähe der Bucht des südlich der alten Hochburg Ibsen. Okay, südlich von der Hochburg Ibsen. So südlich in einer Bucht. Oh Gott, fliege ich dann nochmal? Also. Südlich in einer Bucht. Wie komme ich denn nochmal runter? Nee, so jedenfalls nicht. Ah, so. Kann es das sein? Das ist es doch, oder? Das schaut mir irgendwie danach aus. Wasserschrein! Ja, betreten! Kommt ihr wirklich zurecht? Ich meine, zu zweit? War es nicht deine Idee, uns jeweils in 2er Gruppen aufzuteilen, Sidan? Bitte? Willst du damit vielleicht andeuten, dass du uns nicht vertraust? Nicht doch. Warum sollte ich so etwas andeuten wollen? Hab ich dich, Sidan. Gib ruhig zu, dass du mit Lilly gehen wolltest. Wenn unsere Strategie aufgehen soll, dann müssen wir aber die anderen Gruppen auch bald. Ja, du hast recht. Wo fliegt ihr als nächstes hin? Und wer soll mit wem gehen? Ich glaube, Sidan geht mit Quinna, oder? Brodelnder Krater auf einem Berg? Ist vielleicht was für Mahako und Freya. Na dann, geh los und beeilt euch! Oder willst du, dass wir 2 Damen hier versauern? Ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat, aber wenn ja, hi! Verstanden, ich hole euch dann nachher wieder ab. Endlich weg der Sternfried. Na dann los. Und nachher müssen wir reden. Von Frau zu Frau. Eiko, du bist ein Kind. Reden? Von Frau zu Frau? Ich finde, sie hätten Lilly ein anderes Outfit geben sollen. Tatsächlich, jetzt muss ich... Ganz ehrlich, dadurch, dass das nächste ist der Krater kommt, packe ich mal das Team so zusammen. Und ich werde irgendwann eventuell noch eine Training-Session einlegen, wenn wir, ich sag mal, auf CD 6 oder so sind. Ja, na, wo soll ich jetzt als nächstes hin? Soll ich jetzt riechen? So, wo soll ich als nächstes hin? Ja, du bist gut nackt. Meine Kraft wird von innen von einem brodelnden Krater hoch oben auf einem Berg beschützt. Das nächste Ziel liegt also im Gebirge nordöstlich von Estugasa, verschlossener Kontinent. Okay. Aber wenn das so leicht zu finden ist tatsächlich. Ja, dann fliegen wir nach Estugasa. Ich habe echt so meine Navigationsprobleme tatsächlich. So nach Est. Also wird es wahrscheinlich irgendwo in der Nähe vom Vulkan sein, ne? So. Komm, hoch. Ich nochmal. Ich bin nicht überfordert, nein. Er sagte nördlich, ne? Deswegen fliegen wir mal. Ich bin gewohnt, dass ich die Kamera mit dem rechten Stick drehe und nicht mit den Schultertasten. Das Flugzeug hat auch nicht gerade so viel Bock, tatsächlich.
Ups. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja. Da will ich aber auch nicht gerne hingehen. Wenn wir näher ranfliegen, dann überhitzt uns doch der Motor. Nur noch ein paar Meter. Noch näher heran und wir schmelzen. Die Hitze des Vulkans ist einfach zu stark. Gut, dann fliegen wir eben so nah ran wie möglich. Ihr macht euch dann auf den Weg zum Schrein. Wieso muss ich eigentlich mit dieser Frau gehen? Was denn? Wärst du lieber mit Aiko gegangen? Ich verlasse mich auf euch. Ja, halt die Schnauze. Nun gut, als nächstes also, meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm geschützt. Steine und Quinnum, besser nicht, das geht nicht gut. Ich hab's, Meister Vivi und Steine. Das ist quasi Idealbesetzung. So. Jetzt muss ich nachfragen, weil mit diesen Antworten von Zidane komme ich nicht wirklich weit. Und ich möchte auch nicht irgendwie in einem Guide nachgucken, wo das ist, deswegen frage ich ihn lieber. Erzähl mir meinen nächsten Zielort. Meine Kraft wird durch einen kaum bezwingbaren Sturm beschützt. Das nächste Ziel liegt also in den Bergen südöstlich von Ulvert. Vergessener Kontinent. Wo war jetzt nochmal Ulvert? Warte, südlich oder? Das nächste Ziel liegt also in den Bergen südöstlich von Ulvert. Südöstlich von Ulvert. Nur noch Ulvert finden. Und die Karte? Warte, das geht so? Das ist ja voll in... Wasserschrein. Dann muss es irgendwo da sein. Gut, verstanden. Schiff, dreh dich. Und jetzt. Loioioi. Ein bisschen höher, wenn es geht. Da liegt immer noch mein Chocobo, wollte ich gerade sagen. So südöstlich. Muss dann irgendwo hier liegen. Nee, ohne. Irgendwo da. Schaut aber nicht aus wie ein Windschrein. Okay, ich nehme alles zurück. Der Wind ist ziemlich stark. Oh, das war jetzt die Aiko-Stimme. Deswegen heißt er hier also Windschrein. Schafft ihr es überhaupt bis zum Eingang? Ist ja dann noch eine recht steife Brise. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Meister Vivi, hinter meinem Rücken seid ihr vor dem Wind geschützt. Okay. Sollt aufhören, wie Aiko zu sprechen. Genau so. Von so ein bisschen Wind lassen wir uns doch nicht ins Boxhorn jagen. Okay. Meinst du? Meister Vivi! Steine, in deiner Blechdose hast du natürlich leicht reden. Gehen wir, Meister Vivi. Ob die beiden wohl zurechtkommen? Aber als nächstes kommen ja Quinne und ich. Darum sollte ich mir eher Sorgen machen. Lass uns nochmal die Ausrüstung prüfen und Quinne über seine Blaumagie befragen. Meine Kraft wird durch ewiges Beben in den Tiefen der Erde geschützt. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Ausrüstung von Zidane und Quinne an. Kann ich denn jetzt irgendwie drauf? Danke. So, Quinne ist hinten, das ist gut. So, wir sind eigentlich voll geheilt. Ausrüstung, ja, läuft so. Ein bisschen so anlegen. Du hast den Orichalchos. Orichalkon. Okay, jetzt stecken wir. Du lernst immer Regina, das ist gut. Thermometer, hast du irgendwas, was besser wäre? Nein. So, gucken wir mal hier.
Irgendwas zum Lernen noch? Nein. Gut. Heißt du kommst. Weil ich bezweifle sehr, dass wir jetzt mit den anderen Lickerbissen, dass wir mit den anderen herumrennen werden. Oder Kraftkittel ist sogar ein bisschen besser, aber von der. Ja, scheiß auf die Zauberabwehr. Sagt das hier und krepiert dann wahrscheinlich. So Reflex würde ich gerne behalten. No, no, no. So ganz runter will ich vom Reflex nicht. Wir haben überhaupt keinen Z-Reflex. Ich weiß ja nicht, dass Z-Reflex es damit gemeint ist, aber das lassen wir. So, irgendwas hier besseres. Nein, gut. Und da haben wir die Bistro-Gabel, die ist besser als die Silbergabel. Und da lernst du den Schwurring, dann lernst du Lickerbissen. So, dann möchte ich gerne noch auf die Abilities gehen. Das war ein Fehler, ja. Ich traue mich gar nicht. So. Das ist jetzt nämlich lustig. So. Ich muss gerne mal einschalten, was wir brauchen. Überfallen fügt plötzlich beim Clown Schaden zu. Könnten wir rein theoretisch jetzt machen, weil ich glaube, von den Gegnern können wir auch Sachen klauen. Ich bin mir jetzt nicht allzu sicher. So, das macht, dann machen wir sowieso das. Und ich glaube, ich mache dann auch das, weil ich würde sogar mit Fühlen dann versuchen, wenn wir kämpfen müssen, den Gegner. Auch bei der Flucht erhält man noch Gil. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. So, das brauchen wir auch nicht. Holz, aber wer findet Hinterhalt, ist sowieso mal. Wenn schon, machen wir auch. So, Exorzismus, Bestientöter. So, dann würde ich gerne unbedingt immer Regener drin haben, tatsächlich. Ja, haben wir HP-Düsen mit dran? Ja, HP-Düsen. So, Trefferquote von physischen Angriffen steigt. So. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Gegner das ist, ja. Deswegen schaue ich, dass ich da Dämonen noch mit reinpacke. Bestie wird es, glaube ich, nicht sein und das noch mit reinhauen. So, ein paar Quinner. Quinner hat noch ein bisschen. So, und die MP lasse ich jetzt an, weil sonst erlebe ich das. Okay, du hast es nicht. Segen, Wiedergeburt wird im Kampf automatisch ausgeführt. Kommt, da brauchen wir nicht Pokerherz nehmen. Wir nicht. Ability brauchen wir auch nicht. Habgier, für Preisgeld. So, Schwein. Schwein. So, so. Das. Ja, passt. Ich hätte gesagt, wird schon schief gehen. Gut, so, jetzt sagen wir, wo wir als nächstes hin müssen. Das nächste Ziel liegt also in der Trika Großebene südwestlich des Wüstenpalais. Wo war denn jetzt der Wüstenpalais? Der Trika Großebene südwestlich des Wüstenpalais. Südwestlich des Palais. Ja, wo war denn der Palais jetzt nochmal? Davon habe ich jetzt keine Ahnung. War das irgendwo hier? Fossilmine? Ist der Q? Da oben ist er. Da oben war es. Also ich finde, dass die Schreine hier auf der linken Seite eher verteilt sind als da hinten. Und südwestlich vom Wüstenpalais. Also sollten wir eigentlich direkt dort gleich so hinfliegen, so ungefähr so, dort ankommen. Ich bin ja schon mal gespannt, ob wir jetzt so richtig aufs Maul kriegen oder nicht. Das muss ungefähr. Wird hier das hier sein, oder? Ja. Erdschrein. Und wollen wir dann mal. Danke, dass du mich mir geben wolltest, Schmampf. Naja, weißt du, waren halt nur noch wir beide übrig. Du brauchst dich nicht so schämen, Mampf. Ich bin so glücklich, Mampf. Hä? Es gibt eine Redensart unter uns Quisch. Die geht ungefähr so, Mampf. Rechte sind manchmal das Beste, Mampf. Rechte, okay. Wird sich aber noch zeigen, ob wir hier leckere Reste finden oder nicht. Ich kann nicht riechen, das wird ein Fischmarsch hier.
dadurch, dass ich ja ein Trottel bin, weil ich ja sage, würde ich gerne sie dann mal hochheilen. Weil ich ein Trottel bin, ja. So, gut. Dann nehme ich den schon auf 15 Minuten, ja. Gut. Ist das alles wie ausgestorben hier? Hier gibt es vielleicht noch nichts. Doch nichts mehr. Sieht fast so aus. Hä? Was gibt es, Schmampf? Könnte schwören, es hätte gerade ein wenig gebebt. Bin ich jetzt gedeiht? Keine Menschenseele! Hier nicht wahr? Diese Stille. Irgendwie unnatürlich. Ach was! Wir haben hier nur die Hosen gestrichen voll und vor uns Reis ausgenommen! Schön, wenn das so wäre. Hä? Nur weil du nicht endlich mal was unternimmst, hängt Alko auch immer so in der Luft. Wovon redest du eigentlich? Davon, dass du dir endlich einen Ruck geben solltest, denn so weiß auch Alko nicht, woran sie ist. Hä? Passt auf! Mampf! Da wären wir aber fast zu lecker Hackfleisch geworden, Mampf. Ob es in den anderen Tempeln wohl auch solche Fallen gibt? Das ist üblich in Fallen. Lilly, ich hoffe, dir geht es gut. Was war das? Scheint eine Falle gewesen zu sein. Ob hier wohl noch mehrere? Ah! Wir müssen hier schnell weg. Wow, das war jetzt knapp. Sind wir jetzt angekommen? Scheint so. Doho, der Spiegel muss bestimmt da drüben hin. Gut. Aber ich würde dennoch sagen, dass ich gemein bin und hier einfach für euch und für mich einen Cliffhanger mache. Und wir uns dann im nächsten Part mal ansehen, was uns so erwartet. Also, bis dahin. Ciao, ciao.